herzlich willkommen, hier ist der Phil und ich habe euch heute ein neues Video mitgebracht. Und ja, E30-Fahrer wissen es leider, unser Kombi-Instrument macht uns immer wieder Probleme und insbesondere unsere Temperaturanzeige und somit werde ich heute nochmal explizit auf einige mögliche Fehlerquellen und die Fehlersuche eingehen. Ja, eine Fehlerquelle ist natürlich unser Temperaturfühler und ihr könnt euch vielleicht an die letzte Folge erinnern. Da habe ich euch gezeigt, wie man dieses Teil hier tauscht. Und ja, ich bin jetzt hier an dem Punkt, wo das Teil getauscht ist und unser Instrument trotzdem nicht geht. Und ja, das Problem ist, wir müssen hier den Fühler uns nochmal angucken. Und zwar seht ihr dort ein Kabel dran und zwar ist das lila-braun. Und zum Testen unseres Instruments macht ihr Folgendes. Ihr schaltet die Zündung ein und zieht hier das Kabel ab vom Fühler und haltet es an Masse. Und ja, wenn das Ganze in Ordnung ist, dann müsste euer Instrument ausschlagen im Innenraum. Sollte das nicht der Fall sein, ist möglicherweise der Fehler woanders. Entweder ist euer Instrument kaputt. Das ja, zeige ich euch dann nochmal, wie ihr das prüft. Moment. So, als erstes natürlich die Zündung einschalten. Dann geht ihr nach vorne an den Motorraum, zieht euer Kabel ab und ja, packt einfach das braun-lila Kabel an Masse irgendwo an den Motorblock und dann könnt ihr hier sehen, ich sehe es hier durch meine Kamera, was mit dem Teil passiert, ob das Teil in Ordnung ist. Und wenn es zuckt, dann ist es in Ordnung. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, euer Instrument hier zu testen. Ich habe hier mal so ein Teil ausgebaut und zeige euch das. Ihr seht hier die Schraube in der Mitte und außen diese beiden Pinne. Und hier müsst ihr im Prinzip ein Netzteil anschließen mit einer Messspitze an diesen Pin, an einen der Pinne und die andere Spitze an die Schraube. Und dann müsst ihr so Schritt für Schritt so, ja, vielleicht 4-5 Volt drauf geben. Ihr müsst mal so ein bisschen langsam versuchen. Und ja, dann muss sich der Zeiger bewegen. Natürlich nicht zu viel Spannung drauf geben, auf keinen Fall 12 Volt, sondern Schritt für Schritt euer Netzteil aufdrehen und wenn sich der Zeiger bewegt, dann ist euer Instrument in Ordnung. Wer aufgepasst hat, weiß allerdings, dass wir jetzt natürlich ein Problem haben, weil unser Instrument ist offensichtlich in Ordnung und auch unser Temperaturfühler ist in Ordnung, weil ich gehe mal davon aus, das ist ein Neuteil und das muss funktionieren. Ergo, unser Fehler muss irgendwo dazwischen liegen. Ja, und das sind natürlich in erster Linie Kabel und die laufen hier natürlich durch unseren Motorraum durch und kommen hier am Temperaturfühler an. Und was ich jetzt einfach gemacht habe, ich habe hier mal testweise das braun-lila Kabel abgezogen vom Fühler und habe mir ein Kabel besorgt, einen Stecker da dran gemacht und habe das jetzt mal testweise hier, ja, quasi die Originalleitung überbrückt. Und ihr seht hier vielleicht ein schwarzes Kabel, das habe ich hier komplett einmal rumgelegt und Richtung Motorraum, Innenraum, erstmal außenrum, testweise. Und ja, habe das Kombi-Instrument rausgezogen und ja, dann habe ich das hier angeschlossen, genau an diesem Punkt, wo es ankommt, in unserem blauen Stecker. Und zwar, hier ist es auch wieder das braun-lila Kabel. Und nehme hier einfach so einen Quetschverbinder, ihr kennt die Teile, das ist wunderbar, um einfach die Sache mal zu testen. Hier mein schwarzes Kabel, das durchgeführte Kabel vom Motorraum, was natürlich am Temperaturfühler hängt und ja, zusammengeschlossen mit unserem Originalkabel. Und so können wir recht gut testen, ob das Ganze hier funktioniert. So, Kombi-Instrument wieder reingesteckt und Zündung eingeschaltet und ihr seht, die Anzeige reagiert bei angestecktem Temperaturfühler und das bedeutet, die ganze Aktion hat funktioniert. Was ihr natürlich wissen müsst, ist, euer Motor sollte bei der Aktion noch warm sein. Das heißt, ihr müsst das Ding warm fahren, sodass theoretisch euer Instrument auch anzeigen müsste, damit hier überhaupt eine Spannung ankommt. Ne? Also, Motor muss warm sein, wenn ihr diese Aktion macht. Okay. So, ihr seht hier nochmal, das ist unser Provisorium, was wir ja haben und dadurch, dass wir ja jetzt wissen, dass unser Kabel defekt ist, können wir unser neues Kabel hier ganz einfach vernünftig verlegen. Und ja, ihr seht hier, ich habe das Ganze hier
da durchgeführt, durch die Spritzwand, und zwar da, wo die Heizungsventile sitzen. Das war so der beste Weg, um das Kabel vom Motorraum aus in den Innenraum zu legen. Ich habe hier nochmal versucht, das Ganze von innen zu filmen. Hier so ein bisschen Licht gemacht. Hier seht ihr das Heizungsventil unterhalb vom Armaturenbrett. Und zwar da ist eine Gummimanschette und da seht ihr schon, da ist eine ganz kleine Lücke. Und da habe ich unser Kabel durchgezogen. Das klappt ganz gut. Am besten, ihr macht es von innen. Ja, dann könnt ihr das dann durch den Motorraum rausziehen. Was natürlich Sinn macht, hier das Kabel vernünftig zu verlegen. Hier anhand dieser Leitung habe ich das gemacht. Und natürlich dann mit Kabelbinder befestigt. Ja, entschuldigt so ein bisschen die unruhige Kamera. Ich hatte jetzt hier heute kein Stativ dabei, weil die Bedingungen sind hier nicht mehr die besten. Es ist kalt und ich wollte eigentlich das Ganze hier fertig bekommen. Ja, noch so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr hier euren Temperaturfühler wieder fertig macht, beziehungsweise das neue Kabel, benutzt hier so eine vernünftige Krimpzange. Das ist wirklich eine gute Investition und nehmt euch hier, wie ihr da unten seht, einen Metallstecker. Und ja, das ist einfach eine super Verbindung, im Prinzip wie original. Und ihr kennt das hier, natürlich Abisolieren des Kabels ist jetzt keine große Aktion, was ich eigentlich zeigen müsste. Aber ich habe es hier trotzdem nochmal gemacht, weil ich euch nochmal zeigen wollte, wie man hier diese Zange benutzt. Die ist wirklich genial. Ja, das richtige Loch suchen, das Kabel rein und dann draufdrücken und ordentlich zusammendrücken das Ganze. Und ja, ihr habt wirklich eine bombenfeste Verbindung und das ist wirklich wie original. Also nicht irgend so eine Rödelaktion hier machen. Das lohnt sich nicht. Ja, wie ihr seht, schalte ich hier die Zündung ein. Ja, Motor ist warm und unser Instrument funktioniert. Ja, endlich würde ich mal sagen, haben wir hier auch wieder mal einen kleinen Erfolg erzielt. Unser Instrument funktioniert diesmal komplett. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt und ja, kommt demnächst hier besser mit euren Instrumenten klar. Ja, in Zukunft, ich werde hier demnächst nochmal ein weiteres kleines Video bringen zum Thema Instrumente. Da geht es so ein bisschen um optische Korrekturen. Und wer Bock drauf hat, kann sich das Video auch angucken. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dann, euer Finn.